Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ja, genau. Unity, und der ist tot. Ja, das ist er. Weiter geht's. Drück einfach alle 10 Sekunden V. Nachdem es wieder geht. Scheiße, das lädt echt ewig auf. Ich kann nur das hier machen. Okay, cool, was auch immer das war. Willst du mir gerade wirklich sagen, dass du das nicht bemerkt hast? Nein, hast du da hinten irgendwas getan? Habe eigentlich deine Muni aufgefüllt. Wundert mich schon, dass dir das nicht auffällt. Ich habe immer noch 11 von 11. Kannst du es jetzt nochmal machen? Ich habe gerade nachgeladen. Jetzt kann Nein, ich kann es nicht so einfach schnell wiederholen. Das braucht seine Zeit. Keiner tötet meine Wachen, solange ich drauf war. Und ich habe nur 15. Bleib du bei denen. Ich gehe schon mal dorthin, wo wir hin müssen. Ja. Yay, Double Kill. Zählt sogar als Death. So, wo ist euer Boss? So, tot ist er. Ja, jetzt wehrt ihr euch nicht mehr. Jetzt kann ich euch noch Stealth killen, wenn ihr an mir vorbeilauft. Shit. Wir müssen noch den 8. töten. Ich kann hier gar nichts tun. Ja, dann töte halt den 8. Lasst uns hier. Wo ist er? Ja, das war sie auch nicht. Wir werden gleich angegriffen. Die Menschen hier werden gleich alle rot. Drück V und schaut zu. Ah, da. Okay, warte auch andere. Nee, warte. Sind sie wirklich? Ja, Sozialist. Die haben einfach alle diesen Verkleidungstrick angewendet. Ja. Oh, ja. Und irgendeiner von denen ist unsichtbar. Ich werde angegriffen. Und Sieg. Es gibt keine unsichtbaren Gegner. Ach, den Bug hatten wir auch schon einmal. Es gibt keine unsichtbaren Gegner. Irgendeiner von denen. Könnt ihr aufhören, Gift zu nutzen? Ich sehe nix. Ja, das kann ich leider nicht ab. Hab ihn erschossen. Aber wenn die da jetzt stehen bleiben, ist es blöd. Wo hat er den Sprengstoff her? Steckt doch noch mehr dahinter. Wenn du zu dem Richtigen gehst, musst du nicht mal wen töten. Ich würde gern zielen, warum macht er denn nur Quickschuss? Weil du gedrückt halten musst mit rechter Maustaste. Hab ich! Bin mir ziemlich sicher, dass das auch schon. Du darfst nicht im Kampf sein! Ja, genau, da war ich aber. Ja, dann bist aber blöd. Ja, was kann ich dafür, wenn ich hier kämpfen muss? Dann läufst du und dann bist du nicht mehr im Kampf. Muss einfach ein bisschen nachdenken. Die Typen sterben. Bisschen nachdenken muss. Wenn der eine da stirbt, ich glaube einer ist nicht so schlimm, oder die waren einfach nur vorhin beim Gebäude, aber alle drei gleichzeitig tot. Nein, ich glaube einer tot, gleich verloren. Ah, ich war mir ziemlich sicher, vorhin gleichzeitig war. Oh mein Gott, die Mio, scheiß Gift! Komisch, der Typ ist ja wie eine Statue. Sehr schreck. Oh, er ist schon. Gewinnen wir, wenn ich das jetzt sabotiere? Den dritten machst du, das sind keine Gegner mehr. Ach du Scheiße! Die komplette Eskorte wurde vernichtet? Wie ist das passiert? Einer ist gestorben, wie ich gesagt habe! Oh mein Gott, Alter! Ist echt doof. Ja, vorhin sind sie tatsächlich gleichzeitig so down gewesen. Nein, sind sie nicht! Einer ist gestorben und wir haben verloren! Schau auf die Lebensleisten! Ich hab gedacht, okay, shit, die sind echt alle drei gleichzeitig draufgegangen. Nein, sind sie nicht! Du bist mal, ja, schöner war es halt nur der erste, aber die anderen hatten trotzdem nur noch 1%! Ja, ne, 1% nicht. Ja, doch, schau in dein scheiß Video. Gut, dass du aufnimmst. So, ich hab das eine schon sabotiert. Das ist nicht gleich. Bleib du da und rette sie. Die haben volles Leben, wie OP ist das denn? Wo ist denn da die Challenge? Ja, weil wir respawnen sind. Es ist ja das Geile daran. Aber das Ding ist natürlich, wir müssen alles nochmal machen.
alles. Nur die drei Dinger sabotieren. Ja, das meine ich mit alles. Aber weißt du, schnell. Das ist ein Haupt. Mach mal was, das ist ein Haufen Gegner. Ich kämpfe doch schon die ganze Zeit! Ja, jetzt weißt du, wie das ist. Den Part habe ich ja vorhin übernommen. Was laberst du? Hast du nicht? So einfach! Da kommt gleich welche. Ich glaube, ich stand mehr hier als du. Echt jetzt? Dachte, ich hab dich mal laufen lassen. Ah. Schön. Mehr Gegner. Ja, ich hab mal durchlaufen lassen hier. Der Boss ist jetzt tot, aber das wird dich jetzt nicht mehr interessieren. Ich verstehe nur echt nicht. Wie genau? Also, diese Quest ist viel schwerer, als sie in meinen Augen sein sollte. Und das einfach nur, weil man die Leute ja nicht heilen kann. Ja, wäre doch unrealistisch, wenn die sich heilen können. Ja, aber das ist doch total unfair, dass die Leute da mit Giftgas ankommen. Was erwarten die? Mein Gott, der Typ ist radikal. Ach, der hat einen Radikal? Nein. Ich hoffe nicht. Machen wir Pikachu. Wir müssen jetzt gewonnen haben. Jetzt haben wir gewonnen. Okay, wie du meinst. Nein, noch nicht ganz. Da kommen noch ein paar. Töte den! Steht der bei dir auch so komisch still? Wie eine Statue? Oh, wow, da kommen wir. Du bist sicher, ich habe halt F gedrückt. Wo ist mein Rauch? Gibt's nicht. Er hat sogar die Motion gemacht mit der Handrichtung. Und das ist schon wieder so ein Typ, der einfach nur dumm rumsteht. Gibt keinen Rauch. Fallen einfach nicht zu Tode. Das ist sehr schreck. Naja, auch egal jetzt. Danke für die drei Rauchbomben. Die brauche ich. Und das meine ich sogar ernst. Oh, das war eine schöne Exekution bei dir. So. Weiter geht's. Hey, schau mal, das ist eine Zivilistin. Kann man die töten? Scheinbar ja. Ja, mit Schusswaffen kann man Leute töten. Weißt du, was passiert, wenn du in Origins Leute überfährst? Ein Magi soll die Menschen beschützen. Überfährst? Ja, mit deiner Kutsche oder mit einem Pferd oder Kamel, eins von beiden. Na, meinetwegen nennst du es eben dann zertrampeln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das nicht überfahren nennt. Meistens noch. Hä? Oh. Ich muss V drücken, damit sie rot leuchten, sonst weiß ich nicht, wie ich mehr Gnadenstöße! Ich muss ja noch Meisterassassine werden. Oder wie auch immer der hieß. Oh, war das hier, ne? Du bist Elite-Assassin, ich bin Elite-Champion. Ah, aber du bist weiter als ich. Ja, ich glaube, ich meine nächste Frage ist. Ich hab schon mehr getötet. Ja, mag sein. Folgende Challenge. Ich versuch's ohne nur Punkte durch Verschwinden und. Ja. Das kannst du jetzt mal schön vergessen. Da vorne, rote Gruppe. Wieso sagen die denn Zeug auf Französisch? Was ist das hier? Warte mal, in Origins sprechen manche auch mal Ägyptisch. alles schlecht. Ich kann dir alles über das ägyptische tägliche Leben sagen, weil ich all diese Dinger tue. Der Typ vor mir noch? Wie klingt's denn so, wenn man die Hieroglyphen spricht? Hä? Keine Ahnung. Ich kann's jedenfalls nicht nachmachen, so schwer ist es. Genauso wie bei Französisch. Es ist genauso eine Hieroglyphe.
Oh, Munition! Nice! Ja. Ich war aber nur dabei. Wurde eingesammelt da oben. So, ändern wir wieder die Farbe. Ich sehe dich auf der Map. Ich gebe nicht auf, bis du zum stirb wie ein Mann! Ruf! Ja. Oh shit! Nicht angreifen! Okay. Gute Soldaten. Laufen die Sie sind weg. Blau. Oh, die ganzen. Knapp. Siehst du, was? Ist diese Leiche bei dir auch zwischen den drei Leuten? Wird hinterhergezogen? Bei mir bewegt sich keine Leiche, weiß ich genau. Der hier, okay, ich habe ihn gekillt. Bei mir war der noch lebendig, jetzt ist er tot. Ich plündere ihn gerade. Siehst du die Leiche, die ich plündere? Ja, sagen wir es mal so, als du ihn umgebracht hast, stand er da. Okay, davor aber nicht. Ja. Spannend. Egal, das Spiel funktioniert, 80%. Ja, es funktioniert gut. Ja, auch kein. Ich hab nicht die Ausdauer, die ein Programmierer braucht, so viel ist sicher. Ich verstehe nicht ganz, was du jetzt damit meinst. Ja. Wenn du denkst, dass alles funktioniert nicht, du kriegst dich auch noch nicht alles und du findest den Scheiß nicht. Und es ist so viel Zeug, das du durchsuchen musst. Und du hast einfach keinen scheiß Bock mehr und willst am liebsten alles niederbrennen. Ja, so fühle ich mich. Ach was. Gut, dass dein Terrarium vom Aufbau her so simpel war. Ja, genau. Du musst einfach was programmieren, was wirklich gut ist. Du machst eine eigene Steam-Workshop-Seite für den, oder? Würde ich jedenfalls tun, wenn ich du wäre. Ach, stimmt. Ja, Terrarium. Also geht noch nicht, der ist noch nicht da. Der kommt, der wird nach. Also wenn der da ist, dann denke ich schon, dass ich das mache. Ja. Dann kannst du endlich mal das Abzeichen bekommen für Entwickler. Oder? Dann kann ich ja mal testen, ob der Mod überhaupt noch funktioniert für die neueste Version, weil da bin ich mir ganz sicher. Da ist doch jetzt nicht so viel drin, oder? Keine Ahnung. Ja, aber wenn sie irgendwas ändern, dann kann es schon gut sein, dass er nicht mehr geht. Ja. Team Modloader Update fehlt jedenfalls auch noch. Gibt es noch Bugs. Und der Workshop wird auch erst in Zukunft. Die Kehle aufschlägt. Ah ja. Ich frage mich, was wir Logic als nächstes macht eigentlich. 1.4.1 programmieren. Und. Na. Aber das sind der ja eher. Vielleicht Terraria Asa. Ja, genau. Nein, ich weiß es echt nicht. Wiederbeleben. Nein, vielleicht einfach nichts tun. Ein richtig geiles Terraria. Ein geiles! Aber da ist eine Kutsche im Weg. Ups, die waren so rot, das habe ich nicht gecheckt. Skillsteal, WTF. Naja, ich brauche die Credo-Punkte. Achso, ja. Ja, warte, die teilen wir uns doch sowieso. Da bist du ja. So, ich benutze jetzt Giftbomben. Scherz. Sehr verrückt. Dann müsstest du aber aufpassen, weil du willst ja nicht selber töten. Und auch nicht deine Freunde. Weil Freunde tötet man nicht. Wir sind fertig. Naja, wir können jetzt gleich. Oh, ich habe 0 von 2 Giftgas. Ha. Huh. Drei von drei noch am Leben. Weißt du, ich hätte halt erwartet, dann dürfen bis zu zwei sterben. Nein. Nein. Ja, aber schau mal, warum ist es denn so aufgebaut? Endlich raus aus dieser jämmerlichen Stadt. Ja, weil man alle was verteidigen muss. Dabei glaub, gedacht, das kann, man das kann das sein? Ja, keine Ahnung, passiert nichts. Ja, stimmt. Schwert der. Okay, das ist ein Schwert. Du hast jetzt das Schwert, das ich schon hatte. Ich habe die Lanze des starken Arms. Ausrüstung, nein, nicht Ausstattung. Waffe. Holle. Einhändig wahrscheinlich.
Ja, das Schwert ist Waffe einhändig. Ah, okay, nee, das ist es nicht. Ah, hier. Ausrüsten, verbessern. Gut. Und wieder Farbenwechsel. Ich bin der Farbenwechsler, Wurst. Ist so schade, dass man diese blöde Gaslampe nicht irgendwie. Weißt du, was ich jetzt mal kurz machen braucht? Will? Außerhalb des Dorfes. Ich will mal meinen Assassinenrang einschauen. Wie weit bin ich? Dann musst du zum Orden gehen. Nein, muss ich nicht. Das kann ich schon machen. Ja, aber ich meine, die ganze Liste, die kann man doch hier nicht sehen. Doch schon. Es fehlt noch 1, 2, 3, 4. Es fehlen noch Meister, fortgeschrittener Meister, Elite-Meister und Legende. Ja. Die 4 fehlen noch. Da brauche ich noch 6. Oh mein Gott, das ist so krank viel. Naja, egal. Auch 600.000 insgesamt. Um Assassine zu werden, brauche ich 270.000. Das ist nicht einmal die Hälfte. Das ist wahrscheinlich ein paar. Jetzt kämpfst du gegen die Leute, die wir gerade beschützt haben. Was ist das denn für ein. Ich bring Kratos! Ruhig, mein Freund. Ich bin keine Gefahr für euch. Oh Mann. Jetzt, ich war schon shoppen. Oh shit. Ich habe nicht nachgeladen. Ich war noch nicht shoppen. Wo ist der Shop? Ich muss auch nochmal shoppen. Für mir. Was ist los? Und töte die Verbrecher am besten auch gleich. Schon erledigt. Ja, das ist du für mich. Da ist der Shop. Es gibt eine Tür. Ja, aber für was gibt's denn dort das Fenster? Frank. Doll, was zur Hölle? Ich hab gerade, ich wollte nicht schießen. Nachladen, kaufen, nachladen, kaufen. Ja. Betäubungsbomben, das wäre auch eine Idee. Gut, dann machen wir wohl jetzt die letzte Quest, oder? Ja. In Origins gibt's übrigens auch einen Edenapfel. Wer hätte's gedacht? Maximal 2 Spieler, man kann das sogar nicht mal mit mehr Leuten spielen. Ey, das ist aber echt eine ziemlich knackige Quest. Letzte Ölung. Was für ein Witz. Der Trauerzug wird heute durch. Weißt du, was ich seltsam finde? Das ist die erste Quest, wo ich in die Quest reinlade, bevor du da bist. Also verstehst du, ich sehe mich auf dem Dach sitzen und die Sequenz ist noch nicht losgegangen. Das ist einfach sehr ungewöhnlich. Aber ja, ändern wir wieder zu Herbstlaub. Warum? Weil Herbstlaub gut Laub ist. Zumindest ist es besser mit dem Schwert zu killen. Das ist irgendwie bequemer. Wo kommen denn die auf einmal her? Ja, die flüchten, weil ich ihren Boss gekillt habe. Aha, alles schlecht. Ja. Ah, dann kann man quasi im Kampf ist, also während sie laufen, mit dem Messer, mit der Klinge killen. Mein Gott. Willst du eigentlich wissen, wie das herkommt, dass man seinen Finger verliert? Hä, was meinst du denn? Wieso verliert man seinen Finger? Naja, der allererste Assassine dieser Welt. Der allererste Assassine. Hat seinen Finger beim Einsatz dieser Klinge verloren. Und als der Orden gegründet wurde, hat die erste, die sich gibt, alles Ringer auch ins Spiel. Das den brauchst du eigentlich auch nicht, der flüchtet. Ja, aber ich töte halt gerne Gegner. Ja, ist schon in Ordnung. Ich habe auch welche gemessert.
So. Der gelbe Typ ist direkt am Fenster, wie witzig. Raus mit ans Fliege! Oder nicht? Anno hat. Ja. Stuck. Anno hat Anno. In Neurotip kannst du es vergessen. Du musst von hinten anschleichen und vorher schleichen, wenn die sich. Ich verstehe kein Wort. Kein einziges. Sorry. Tut mir echt leid. Bayek. Dort. Na, markieren. Mittlere Maustaste funktioniert. Was laberst du von mittlerer Maustaste? Naja, weiter geht's zunächst mal. Werden nicht vergessen, ciao. Tschüss.